Ein Plus von 123,4 Millionen Euro Spareinlagen. Und das in den ersten 9 Monaten. Das ist die heurige Bilanz der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Insgesamt 12,8 Milliarden Euro Spareinlagen liegen bei der fünftgrößten Bank Österreichs. Sparen boomt und das, obwohl die Zinsen gegen Null gehen. Es gibt leider nicht viele Zinsen zurzeit auf den Spareinlagen. Das kommt daher, dass die Europäische Zentralbank eine sehr, sehr extreme Niedrigzinspolitik fährt. Wenn die Banken zum Beispiel Geld zur EZB legen, müssen sie sogar Zinsen dafür bezahlen. Das geben wir nicht an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Aber das kommt daher, aber ich bin überzeugt davon, dass das bald wieder sich ändern wird. Was sich wohl auch in Zukunft nicht ändern wird, das Sparbuch als beliebteste Sparform, gefolgt von Online- und Bausparen. Und auch der Weltspartag am 31. Oktober wird wohl erhalten bleiben. Als Bank hat man in erster Linie davon, dass unsere Kundinnen und Kunden zu uns kommen. Wir sprechen mit ihnen sehr, sehr gerne. Das ist das Typische, dass wir auch in Zukunft direkt mit unseren Kundinnen und Kunden Kontakt haben wollen und nicht nur über die digitale Schiene uns mit ihnen unterhalten. Ich glaube, das zeichnet Raiffeisen noch aus und das wird auch so bleiben. Genauso wie die strahlenden Kinderaugen, wenn Sie sehen, was Sie innerhalb eines Jahres angespart haben.